Hallo, mein Name ist Ezel, Member der Pizza Squad, und ich begrüße euch zu einem neuen Part von Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir den König von Ikana besiegt, der nun in Frieden ruhen kann. Naja, war ja eigentlich schon tot, aber er war noch ein, nun ja, zorniger Geist, der nicht damit klarkam, dass er gestorben ist, und deswegen mussten wir ihn befreien von dem Fluch, der auf ihn lag. Ja, jetzt haben wir ein neues Lied gelernt. Ich habe schon vergessen, wie es heißt. Elegie des leeren Herzens. Und was wir damit machen können, ist, wir können erstmal das Gebäude verlassen und zum Schädelbruchtempel. Zum Dungeon gehen. Und ich habe noch darüber nachgedacht. Es wird ja davon gesprochen, dass es hier einen zweiten Ausgang gibt außer dem Brunnen, und das ist tatsächlich dieser Ausgang. Das soll darauf aufmerksam machen, dass man nicht jedes Mal durch den Brunnen laufen muss, wenn man hier zum Schloss will. Jetzt gehen wir mal hoch zum Felsenturm. Nun befinden wir uns in dieser tiefen Schlucht. Und diesen werden wir jetzt erklimmen. Diese wunderschöne Musik genießen. Mit einer der besten aus dem gesamten Spiel. Ja gut, und wie kommen wir jetzt hier weiter? Erstmal müssen wir dich drücken, dann verschiebst du dich. Okay, wie komme ich jetzt rüber? Okay, aber da war noch ein anderer Schalter hier links. Was machst du? Du bewegst dich einfach nur nach vorne, ne? Ja, das bringt jetzt nicht wirklich was. Ach, hier geht's auch noch hoch. Ah, okay, das macht natürlich jetzt mehr Sinn. Und hier dürfte jetzt auch noch ein Schalter sein. Genau. Der bewegt den mittleren hoch. Ah, warte, warte, warte. Ich glaube, der Schalter unten betätigt ja den vordersten. Oder den letzten. Je nachdem, wie du stehst. Und er kann sich nicht bewegen, weil der andere ja jetzt im Weg steht. Aber wenn wir jetzt den hier weggezogen haben, kann sich der andere jetzt bewegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen hier eine Person draufstellen. Ja, so, jetzt, okay. So, jetzt steht hier Ben. Und das Ding bleibt oben stehen. Das gleiche machen wir jetzt hier nochmal. Nur mit dem Sora jetzt mal. Das habe ich jetzt mal so beschlossen. Ich. Als Let's Player. Jetzt stellen wir uns hier auf den Schalter. Dadurch geht der Block nach oben. Wir ziehen die Maske an. Die Sora-Maske und verwandeln uns in einen Sora. Und spielen denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los! Das sieht auch nicht gerade sehr gesund aus, wie der da rumsteht. Fun Fact. Ich bin dumm. Wenn ihr jemals mal eine gruselige Person gestalten wollt, macht einfach die Pupillen raus, das funktioniert immer. Wie man jetzt sehen kann, haben sich diese drei Blöcke hier vor uns aufgestellt und wir können hier rüber. Wir haben jetzt hier eine Brücke gebaut, wenn man das so nennen kann. Yep, that's me. You're probably wondering how I got myself into this situation. Als ob ich jetzt so... als ob ich jetzt von Anfang aus starte. Nicht dein Ernst. Ja, okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, gut, vergessen wir das mal am besten schnell wieder. Das auch. Jetzt können wir auch hier weitermachen. Oh, ich habe gerade schon wieder einen kleinen Herzinfarkt gehabt. Okay. Was ich mich ja frage, diese drei Schalter, die waren ja wie unten einfach nur dafür, dass du quasi wieder zurückkommst für den Rückweg. So, aber ich denke mir so, oben ist glaube ich eine Eule. Da kannst du dich ja direkt zum Tempel und direkt zum Ikana Canyon teleportieren. Also warum solltest du hier den langen Weg zurückgehen? So, das macht keinen Sinn. Hier gibt's nichts, hier ist keine Truhe, nichts. Aber wo keine Truhe, nichts, wie geht's hier weiter? Achso, ich bin dumm, ich hätte mich einfach hier hinstellen können. Ja. Wenn ich sie vom Anfang an anfange, werde ich schreien. Okay, gut. Nicht direkt ganz runterkommen, oder? Ah, und hier meine ich doch, hier ist die Eule. Können wir noch ein bisschen unsere Sachen auffüllen. Ich glaube, hier ist auch eine Fairy, kann das sein? Ich zück schon mal meine Flasche. Ja, wusste ich doch. Ich hab's geahnt. Wenn man schon ahnen kann, müssen wir jetzt hier dasselbe nochmal machen. Da erstreckt er sich nur vor uns. Alter, das war gerade... Willst du mich verarschen? Da erstreckt er sich nur vor uns. Der dunkle Felsenturm. Dass ich jetzt irgendwie jetzt... Soll das ein Finger darstellen? Sonst so eine Hand?
Komisch. Auf geht's. Hinein in den Felsenturm. Felsenturmtempel. Und ich weiß, dieser Dungeon könnte ein wenig kompliziert werden. Gefühl. I don't think you have any idea how fast I really am. Alles okay mit dir, Bruder? Alles okay? Ich glaube, das sind die Zeichen von die Kanadaschen, die sieht man hier überall. Und diese Dinge, Alter. Die habe ich schon in einem Sumpf gehasst, Alter. Genau deshalb. Gehen wir mal nach. Ja, links, rechts, geradeaus. Typische. Fast as fuck, boy. Ich würde sagen, typische Aufteilung links, rechts, geradeaus. Geradeaus können wir nicht gehen. Ich gehe jetzt einfach mal hier nach links. Guck, was passiert. Drück mal auf den Knopf hier. Nichts passiert. Nimm mal hier die Kaprummaske. Wer hätte damit rechnen können? Und über uns ist eine Truhe. Ich höre nur diese Viecher. Müssen wir vielleicht da unsere Statuen draufpacken? Wahrscheinlich den Goron, ne? Ja. Okay, dann fange ich mal hiermit an. Ich spiele einfach mal das Lied. Und nichts passiert. Achso, nee, hier ist noch ein Schalter. Okay. Aha. Wen hatte ich noch nicht? Ich glaube, Deku hatte ich noch nicht, ne? Jetzt dürfte hier das aber vom Gewicht her reichen. Nein, okay, Moment. Wen habe ich noch nicht? Ups. Sora, Corona und Link. Bin ich gerade verwirrt. Wahrscheinlich ist es irgendein Schalter hiervon extra für den Deku und ich habe jetzt genau die beiden falschen hier drauf getan. Alle Sachen sind belegt und der Deku ist immer noch zu leicht. Vielleicht ist hier hinter mir was, warte mal. Okay, hinten sind zwei Kisten. Ich glaube, hiervon bräuchte ich vielleicht eine. Ja, okay, das war das Rätsel zu lösen. Einfach diese Box da hinpacken. Also ist der Deku selbst leichter als einfach so eine einfache leere Holzbox, okay. Da oben können wir anscheinend noch nicht hin. Hier brauchen wir einen Schlüssel, den wir nicht haben. Gehen wir erstmal hier weiter. Oh, okay. Wir wechseln die Ebene, glaube ich. Ja, es geht nach unten. Das sieht irgendwie nicht gesund aus. Moment. Okay, er ist wütend. Ist er auch wütend? Ja, ist er. Sind echt nicht coole Kollegen, du. Okay, du bist legit. Und du bist auch legit. Okay. Aber wie mache ich diesen Sonnenblock hier weg? Ich könnte vielleicht die Decke versuchen, wieder aufzusprengen. Wenn mich die dann oben da oben lässt. Ja, vielleicht hier. Aha. Wusste ich's doch. Und jetzt haben wir hier schönes Licht, was wir hier auch reflektieren können. Aha. Wieder ein Zeichen von Ikana. Und eine Truhe, aber das ist nebensächlich. Wir öffnen die Truhe und was befindet sich da drin? Die Karte. Sehr schön. Bist du legit? Du bist nicht legit. Nein, schnell weg. Aber wie komme ich jetzt wieder zurück? Das Tor ist zu. Oder einer von den Typen trägt einen Schlüssel bei sich. Kann ich sie damit auch umbringen? Oh, das war gar nicht geplant, aber das funktioniert natürlich auch. Vielleicht erscheint eine Truhe, wenn ich hier alle umbringe. Aha, wusste ich's doch. Called it. Weiter geht's. Ah, wir sind jetzt hier, okay. Ich kann ihn noch nicht wegmachen. Ich nehme mal den Zora hier. Hier ist ein Schnabulator am Werke, der mich aber noch nicht greifen kann. Oh, wir sind in dem großen Raum hier. Aber bevor wir hier hingehen, gucken wir mal, was beim anderen Raum war. Ist hier oben vielleicht etwas. Boah, so, ganz entspannt. Auch
So ein Sonnenblock und eine Truhe. Was auch immer das Viech ist, aber es ist irgendwas. Ich glaube, ich komme nicht hoch. Ich könnte natürlich Eisplattformen erzeugen, aber ich kann hier nirgendwo stehen, beziehungsweise ich komme nirgendwo aus dem Wasser. Gehen wir erstmal weiter. Gehen wir der ganzen Sache mal auf den Grund. Müssen wir das ganze Ungeziefer hier entfernen. Das Ding ist so eklig. Es spawnt eine Truhe, glaube ich. Und da ist, glaube ich, der Kompass drin. Bin mir aber nicht sicher. Da ist eine Tür, durch die wir nicht durchkommen. Das ist auch alles verkehrt herum. Aber ich kann hier hoch. Ah, ein Spiegel und ein Auge. Okay. Hier können wir nicht durch, da ist es zu. Ich erschieße jetzt erstmal das Auge hier. Tut es. Sehr schön. Und es war wieder in der Truhe, die wieder verkehrt herum ist. Okay. Ach so. Ah, das Ding saugt erst Licht. Das ist kein richtiger Spiegel, sondern das Ding saugt erst Licht auf und wirft es dann wieder ab. Aha. Okay. Hä, bei Kusun, hä, warum, das sieht so aus, als würde das Ding so einsaugen, hä? Kommst du da raus, oder? Oh, ja. Ne, hier ist der Kompass. Aha. Und wir sind am anderen Ende angekommen. Cool. Ach stimmt, hier gibt es auch die Feen. Fuck, wir müssen ja noch die Feen finden. Ach, komplett vergessen. Ja, hier ist eine Fee. Aber hier sind drei Truhen direkt hintereinander. Ah, hier ist ja noch das Auge. Ah, komplett vergessen. Ah, wo ist die Fee? Ich glaube, die spawnt erst noch. Also hier gibt es keine Feenablase oder so. Wow, eine Truhe, die ich öffnen kann. Hier ist eine Fee und... Aber hier ist noch eine Fee. Das hilft mir jetzt halt so gar nicht weiter. Ich habe gehofft, hier ist ein Schlüssel drin oder so. Müssen wir uns merken, hier ist noch eine Fee irgendwo. Gehen wir hier zurück. Da über mir und da rechts. Also an beiden Seiten ist nochmal so eine Lichtquelle. Aber was bringt mir das? Ich gucke nochmal hier in den Räumen. Vielleicht finde ich ja nochmal was. Es gibt hier nur einen Zugang und einen Ausgang. Der Rest ist hier alles umgedreht. Oh, was ist das hier eigentlich? Ja. Nichts. Scheiße. Oh, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Uff, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Scheiße. Also da geht es jetzt zum anderen Raum. Alter, wie viele Truhen es hier gibt. Hier können wir nirgendwo hoch. Das heißt, ich gehe jetzt mal in den anderen Raum und gucke da nochmal, ob da was ist. Ich glaube, in diesem Raum sehe ich irgendwas, oder? Na, komm schon. Nice. Ging das Ding was? Nein, natürlich nicht. Springen wir nochmal rein. Weil, nur mal für Dumme, hier ist ja kein Licht oder so, ne? Also kein Strahlenlicht, so. Nee, okay. Warte mal, komme ich hier echt nicht hoch? Das war super cool! Wir haben den Schlüssel erhalten. Okay, wir haben noch ein paar Boxen. Ich habe das ja eben geschafft, rüber zu werfen. Vielleicht kriege ich das hier auch hin. Tatsache. Oh, Link, der kann ja richtig hochwerfen, diese Dinger. Okay, da erscheint eine Truhe. An die wir auch nicht rankommen. Ich gucke mal, was sich mit diesem Key machen lässt. Ups. Gibt es eine verschlossene Tür irgendwo? Ja, hier. Hier gab es eine verschlossene Tür. Dann schauen wir doch mal, was sich hier hinter befindet. Diese Säule erinnert mich doch an irgendwas. Mir ist gerade rumgeslottet, das Alter. Also, soll ich nicht durchs Licht sterben? Ich meine, das ist ein purer Schatten. Dann bitte ich mal auf hier. Okay. Damit fahren wir diesen Block. Und was sich dahinter befindet, ich habe keine Ahnung. Ah, eine Truhe. An die wir sogar rankommen. Wow. Wow. Hallo? Wenn man einen Grund auf Wish bestellt. Ich werde jetzt diese Truhe öffnen. Nein, anscheinend nicht. Okay. Willst du... Weißt du was? Okay. Okay, du willst spielen? Okay. Komm hier hin. Komm hier hin. Komm hier hin. Komm her. Komm her. Das war nicht geplant, aber das geht natürlich auch. Ah, eine Fee. Jetzt kann ich eigentlich mal diese Sonnen hier aktivieren. Achso, die verbrennen nur. Wahrscheinlich ist sie von einer richtig oder so. Ne, die ist richtig. Noch eine Fee. Wunderschön, gibt es hier noch eine Fee? Nein, tatsächlich nicht. Das waren alle. Ich klappe mal den Spiegel hier auf.
Dankeschön, endlich. Okay, hier rechts dürften wieder diese komischen Spawnen. Ja. Die explodieren anscheinend, wenn man sie schlägt. Und ein paar Rubinen. Na, was haben wir da? Noch ein paar Rubine. Kann man sich eher weniger beschweren. Okay, wir sind in diesem Raum angelangt. Und an dieser Stelle beende ich dann auch den Part. Ich hoffe, es hat euch wie immer viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Bleibt fresh, euer Azel.